Gut, dann starten wir. Ich begrüße euch ganz herzlich zum letzten Vortrag in der Vortragsreihe Ein Haus von, oder Ein Haus heißt es ja mittlerweile. Und heute begrüße ich auch sehr gerne unseren ersten richtig ausländischen Gast, also von einem Büro aus Berlin. Und das ist Nils Buschmann. Nils Buschmann ist in Frankfurt am Main geboren, hat sein Studium an der TU Berlin und an der Universität der Künste ebenfalls in Berlin absolviert und hat genau zur Jahrtausendwende sein Diplom von der TU bekommen bei Krishanitz und bei Christianse, zwei Professoren, die wir auch gut kennen, und hat dann im gleichen Jahr die Firma oder das Architekturbüro Robert Neun gegründet, zusammen mit Thomas Becker und Tom Friedrich. Er war auch, also seit 2010 ist er Geschäftsführer für Robert Neun und er war auch im 2013 und 2014 Gastprofessor an der Uni Kassel am Lehrstuhl Bauen im Bestand und Denkmalpflege. Und ich habe ihn eingeladen, weil ich finde, dass das Büro sehr interessante Bauten macht. Ihr kennt alle das Lokdepot, beziehungsweise dieses wahnsinnig schöne Bauwerk, das in mehreren Etappen gebaut worden ist, zwischen 2014 und etwa 2016. Und in den letzten Jahren haben sie auch eine unglaubliche Serie gehabt von ersten Preisen in Wettbewerben, unter anderem vor knapp 2 Jahren ein Wettbewerb in Zürich, Schwammendingen, da ging es um die vertikale Gartenstadt, ein Wettbewerb, den sie zusammen mit dem uns ebenfalls bekannten Büro aus Zürich, Pensel und Valier, gewonnen haben. Ich glaube, alles Weitere wird er selber erzählen und ich freue mich sehr, Nils, dass du bei uns bist und gebe dir sehr gerne das Wort. Hallo, schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Also ich habe nicht ein Haus mitgebracht, sondern mehrere Häuser. Und es sind aber nur 2 Projekte und die liegen sehr unterschiedlich. Das eine ist tatsächlich das Lokdepot, weil das vielleicht viele kennen, aber es vielleicht trotzdem interessant ist, das immer wieder zu erläutern. Und das andere ist ein Projekt in Berlin ebenfalls, und zwar die Urbanisierung der Siemensstadt. Beiden Projekten gemein ist, dass sie beide Städtebau und Architektur, also Stadt und Architektur sind und beide aus mehreren Häusern bestehen in ganz unterschiedlicher Art. Und ich würde vielleicht vorab einmal aber gerne noch mal kurz erläutern, woher wir eigentlich kommen und was uns so ganz plakativ und verkürzt gesagt generell wichtig ist. Muss ich mal kurz gucken, ob es auch funktioniert. Wir sind beide, also Tom Friedrich und ich, sind ja noch übrig von der Urbesetzung, sehr stark durch die 90er Jahre in Berlin geprägt. Also quasi architektonisch und städtebaulich sozialisiert worden. So, da gibt es so 2, 3 Aspekte, die uns damals geprägt haben und bis heute beschäftigen. Das eine ist quasi die Reichhaltigkeit unserer gewachsenen Städte. Konkret exemplarisch an Berlin beschrieben, gab es ja in der Nachwendezeit eine erbitterte oder vielleicht auch verbitterte Stadtdiskussion über den richtigen Weg, wie mit dieser vormals geteilten Stadt umzugehen ist, woraus dann unter anderem dieser Plan hier hervorgegangen ist, der im Wesentlichen eine homogenisierende Idee und ein Bild einer heilen europäischen Stadt zeichnet. Das Planwerk Innenstadt von Hans Stimmern, der eine sehr lange Zeit der Berliner Stadtbaudirektor war. Und natürlich so ein zeitgeschichtliches Dokument ist und in dieser Reinheit ja nicht umgesetzt wurde, wenn auch in großen Teilen. Trotzdem verstehen wir das eigentlich so im Nachhinein viel mehr als so einen von ganz vielen sich überlagernden idealen Stadtideen, die so eine große Stadt oder ja jede andere Stadt auch auf eine sehr spezifische Art
prägen, aber natürlich nie in Vollständigkeit oder in Reinform zum Glück zur Umsetzung kommen, sodass wir jetzt vielleicht mit diesem gewissen Abstand auch wieder so die Potenziale dieser einen Schicht entdecken können. Eine andere, jetzt nur so beispielhaft, da gibt es alleine in Berlin ja zahllose, so wie in allen Städten, ist das hier der Plan der Stadt in der Stadt, das grüne Archipel. Das ist im Prinzip so in Vorbereitung der IBA 1987 entstanden von Ungers, Kohlhaas, Kollhoff, Riemann und Owaska. Das ist quasi so wie das Gegenteil zu dieser kritischen Rekonstruktion des Planwerk Innenstadt verkörperte. Ich will da gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen, sondern das steht vielleicht mehr so als Stichwort für unser Grundinteresse, die Reichhaltigkeit der Stadt weiterzubauen und die vorhandene Stadt quasi nicht nur als Ausgangspunkt jedes Projektes zu verstehen und als Verpflichtung, diese Reichhaltigkeit weiter zu verdichten, sondern zugleich auch als Entwurfsmaterial zu verstehen. Es gibt einen zweiten Aspekt, der wie so das ruppige Gegenteil dessen ist, nämlich so die alltägliche Aneignung, die in dieser Nachwendezeit in Berlin ja selbstverständlich war und so diese Stadt der Möglichkeiten auszeichnete, von der immer noch alle erzählen und orakeln, die natürlich mittlerweile total überholt ist. Also die Stadt als Filmkulisse hier in Wim Wenders Film Himmel über Berlin, aber auch als ganz alltägliche Aneignung jeglicher Räume. Das ist einfach ein Kellerraum, der als avantgardistische Musik, als avantgardistischer Musikclub genutzt wurde oder eine Bar in den ehemaligen Schalterhallen der Reichsbank oder auch später zwei unserer eigenen ersten Projekte, nämlich erstens hatten wir in dem Gebäude, wo da Reisebüro oben drauf steht, auch zu Beginn unser kleines Büro und haben gleichzeitig dann da sowohl eine Dachterrasse aufgebaut als auch zwei Etagen zu einem Club umgebaut oder an anderer Stelle in Berlin in den S-Bahn-Füßen der Friedrichstraße die 1000 Bar. Was ich damit nur sagen will, ist, dass wir dadurch jenseits dieser ganz übergeordneten, dieses ganz übergeordneten Interesses an der gewachsenen Stadt ein großes Interesse an diesen, an einer Architektur haben, die robust ist, die nutzungsoffen Möglichkeiten produziert, ohne natürlich eine sogenannte neutrale oder beliebige Architektur zu meinen. So gleichzeitig haben wir unser Büro heute hier in diesem Gebäude von Werner Düttmann, der zu einem früheren Zeitpunkt Berliner Senatsbaudirektor war, einer ehemaligen Kirche. Da sitzen wir hier rechts in diesem ehemaligen Gemeindesaal. Links ist der Kirchenraum, der heute als Galerie genutzt wird. So, das steht vielleicht einfach nur so für dieses Grundinteresse so sehr verkürzt. Natürlich ein dritter Punkt ist, dass der eigentlich aus diesen zwei Aspekten wie resultiert, dass wir generell behaupten, dass wir immer die Stadt weiterbauen. Weiterbauen ist eigentlich aus dem Kontext der Denkmalpflege. Wenn es so das Konzept der Tabula Rasa gibt oder und der Rekonstruktion und vielleicht auch der Fuge der Charta von Venedig, ist das Weiterbauen vielleicht am ehesten eine Strategie, die den Bestand zwar ernst nimmt, aber nicht heilig und zugleich versucht, aus alt und neu quasi ein neues Ganzes zu formulieren. Und das ist eigentlich das, was uns bei allen Projekten immer ganz grundlegend interessiert. So, das war hier anlässlich der Biennale 2012 im Deutschen Pavillon, der unter diesem angeschriebenen Titel stattfand. Und wir den damals in einem dazugehörigen Text erweitert haben um den Begriff des Weiterbauens, weil wir der Meinung waren, dass diese drei Begriffe eigentlich so zu stark nur auf den Bestand fokussiert sind und wir interessiert waren daran, diese Umgangsweise eigentlich auf ein Neubauen hinzufügen, zu erweitern. So das rechts, dieses grüne kleine Gebäude
mit dem Mann wir da quasi vertreten. Das zeige ich aber heute nicht. So, jetzt steige ich da direkt ein. Das Logdepot ist ein Projekt, das wir so über 8, 9 Jahre geplant haben, das seit 4, 5 Jahren abgeschlossen ist. Das liegt in Berlin, direkt an der Grenze zwischen Schöneberg und Kreuzberg. Hier oben ist der Potsdamer Platz, das kennen vielleicht einige, das ist der Tiergarten. Der Potsdamer Platz führt hier weiter runter über verschiedene Bahngleise, ehemals teilweise, und schließt hier ein Dreieck ein, das sogenannte Gleisdreieck, das über Jahrzehnte quasi eine Brache war. Das wurde im Zuge der Grundstücksveräußerung der Potsdamer Platzgrundstücke als Ausgleichsgrünfläche deklariert und über einen Fonds, in den die Grundstückskäufer des Potsdamer Platzes dann Gelder eingezahlt haben, über die Jahre oder fast Jahrzehnte zu einem öffentlichen Park umgebaut. Das ist dieser Park am Gleisdreieck, den vielleicht ja einige kennen, von Atelier Leudl. Unseres Erachtens ein großartiger Stadtpark, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er so eine Art urbaner Nutzpark ist, im Gegensatz vielleicht zum Tiergarten, der ja aus einem anderen Stadtbild geboren ist. So, das Grundstück, um das es geht, liegt hier südlich, am südlichen Ende dieses Gleisdreiecks und ist genauso wie das Gleisdreieck selbst auch eine ehemalige Bahnfläche. Und der Kontext, der konkrete Kontext dieses Gleisdreiecksparks ist jetzt hier in so verschiedenen Fotos mal abgebildet. Also die Gleise und die vormaligen Relikte, die da noch vorhanden waren, werden so selbstverständlicher Teil dieses Parkes. Es gibt große biotopähnliche Vegetationen, die einfach erhalten worden sind und quasi eher linear ergänzt durch Wege. Und hier unten kommt man dann an dieser Brücke an. Mittlerweile, damals gab es den Park hier unten noch nicht, diesen letzten Teil, als wir begonnen haben, dieses Projekt hier zu bearbeiten. Der Startpunkt dieses Projektes war sehr skurril, weil es jemanden gab, der diese ganze Fläche von der Bahn erworben hat. Da stehen hier so 2 denkmalgeschützte Lokdepothallen, daher kommt auch der Name des Projekts. Und es gab einen Bebauungsplan, heißt es hier in Deutschland, der im Prinzip vorgesehen hat, dass auf diesem gesamten Gelände eingeschossige Gewerbehallen realisiert werden dürfen. Und unsere Aufgabe war im Prinzip zu prüfen, in welcher Form eine Verdichtung mit diesen eingeschossigen Hallen denn möglich ist. So, der Charakter des Ortes war im Prinzip ein solcher, also alte Kopfsteinpflasterstraßen, die runter zu diesen Lokdepothallen führten und darüber hinaus ein reichhaltiger, aber sehr brüchiger Vegetationsbestand und vor allem geprägt durch diese beiden Bestandsbauten, die auch zu diesem Zeitpunkt unter Denkmalschutz gestellt wurden. So, ich erzähle jetzt die Geschichte vielleicht einmal gar nicht so, wie man die sonst erzählt, weil der Entwurfsprozess auch so war, weil wir uns zu dem Moment eigentlich gefragt haben, ob das nicht ein viel größeres Potenzial hat im Kontext dieses Parks und so weiter. Und die Stadt Berlin zu dem Zeitpunkt aber offensichtlich nicht so aufgestellt war, das perspektivisch zu antizipieren. Und wir dann diesem Grundstückseigentümer quasi vorgeschlagen haben, auf Basis dieser Fragestellung, welches Potenzial hat das Grundstück an diesem Park, das komplett neu zu denken und auch das Risiko einzugehen, eine komplett neue Bebauungsplanung zu entwickeln. Dem hat der natürlich zugestimmt vor dem Hintergrund, dass das damals so ein reiner Grundstückshändler war und der eigentlich hauptsächlich ein Interesse daran hat, welchen Wert dieses Grundstück erlangt. Und als wir ihm dann erklärt haben, dass statt der möglichen 8.000 Quadratmeter Hallenfläche hier 40.000 Quadratmeter urbane Nutzung unterbringen in der mehrgeschossigen Logik, war der da erstmal dabei. Und dann haben wir quasi so einen 5-jährigen Prozess angestoßen mit Bezirk und Land Berlin,
diese Bebauungsplanung zu ändern. Unsere Grundlage für all diese Studien war eigentlich immer so die Fragestellung, die ich am Anfang erläutert habe, wenn man jetzt so einen Ort da an der Bahn mit diesen historischen Bauten und so dem kulturellen Kontext dieser industriellen Architektur empfindet, hat uns eigentlich von Beginn an interessiert, da Wohnen und Arbeiten zum Beispiel zu entwickeln in der Logik dieser vorgefundenen Situationen und haben dann im Prinzip auch so frühe Bilder gemacht, die einfach so eins zu eins fast analog so einen Übertrag von Architekturelementen und Strukturen vorgeschlagen haben und gleichzeitig so die Frage gestellt, wie will man denn dann wohnen? Also nicht nur quasi jetzt eine architektonische Fragestellung, sondern auch eine des Gebrauchs dieser Räume und haben dann die These aufgestellt, dass wir eigentlich nach einer robusten Architektur suchen, die Wohnen, aber auch Arbeiten sein kann. Und wenn Wohnen, dann quasi so eine Art Fabrikwohnen und überlegt, was das für typologische Fragen und Antworten mit sich bringen kann. So die Idee dieses gesamten Projekts findet man eigentlich auf diesen zwei Seiten. Es gibt quasi diese vorhandenen Hallen und in irgendeiner Form eine Bebauungsfläche, sodass wir immer behauptet haben, man ergänzt diese Hallen quasi mit Hallen und stellt dann Gebäude obendrauf. So und kann dann in der Tiefe dieser Grundstücke quasi so ganz unterschiedlich die Grundstücke belegen. Also man kann diesen urbanen Sockel, der sich dadurch herausschält und im Maßstab quasi diesen Hallen antwortet, vollständig überbauen mit Remisen oder gar nicht. Und haben dann innerhalb dieser Bebauungslogik quasi verschiedene Typologien entworfen, die dann ganz unterschiedliche Raumtypen und Nutzungsmöglichkeiten generieren und als letztes diesen Typen dann quasi auch konstruktive Strukturen und sowas wie so einen einfachen Ausdruck zugeschrieben, sodass man dann aus diesen drei Häusern quasi so ein Stück Stadt bauen kann. So dazu sagen muss man vielleicht, dass es zu diesem frühen Zeitpunkt eigentlich gar keinen Bauherrn gab, sondern nur diesen Grundstückshändler, der vorrangig das Interesse der Wertsteigerung hatte und uns deswegen da hat einfach gewähren lassen, solange es natürlich gelingt, die Stadt zu überzeugen, diesen Bebauungsplan zu ändern. So und mit diesem Konzept sind wir dann immer wieder zu den verschiedenen öffentlichen Gremien marschiert und wurden da quasi immer weiter in die Planung getrieben. Und ich erläutere jetzt einfach nochmal genauer diese Typologien. So, das ist jetzt dieser große Typus, also ein Haus, das quasi, ich glaube, 22 Meter Gebäudebreite hat und geprägt ist durch so eine gewerbliche Skelettkonstruktion, die dann zugleich aber wie gestört wird durch so anderthalb geschossige Räume. So, das war quasi mehr so ein, sagen wir mal, ein Raumwille, der dazu geführt hat, dass wir eigentlich so eine Art Gebäudestruktur bekommen haben, in die wir dann, also hier sieht man das vielleicht einmal, das ist jetzt eine Sondersituation, nämlich an der Ecke. Das gibt es dann auch als Reihenform im Band quasi. So eine Art simples Skelett, wo dann einzelne Zellen dieser Struktur quasi zweigeschossig sind, als Behauptung und als These dann jede Wohnung, egal welche Größe, einen dieser Räume bekommt und der Rest sich quasi drumherum organisiert. So, zudem gab es eine zweite Logik, die jetzt allen Gebäudetypologien da auch zu eigen ist, nämlich dass es immer einerseits die Rohbaustruktur gibt, die diese robuste Grundlage herstellt und so gewisse räumliche Qualitäten formuliert und es dann auf einer anderen Ebene eine Ausbaulogik gibt. Hier sind es quasi diese ausfachenden Elemente, die jetzt sowohl in der Fassade als auch in den Innenräumen auftauchen und den Ausdruck quasi aus der Struktur heraus definieren. Und man mit diesen Elementen quasi dann so ganz individuell reagieren kann und quasi die allgemeine Struktur individualisiert. So, das führte dann dazu, dass wir jetzt in diesem großen Typus quasi so eine sehr große Bandbreite an Wohnungs- oder an Einheitengrößen
produziert haben. Also das geht wirklich von so Einzimmer-Apartments oder Modulen bis hin zu sehr großflächigen, skurrilen Formen. Die sind natürlich jetzt hier auch so vielfältig durch diese Speziallage an der Ecke. Und man sieht vielleicht hier jetzt einmal so, was wir immer damit meinten, mit dieser allgemeinen Struktur, die dann halt anfängt, auch durch eine ganz allgemeine Information der Infrastruktur so verschiedene Möglichkeiten aufzumachen. So, hier gibt es jetzt mal so exemplarisch anhand so eines sehr großen Modells quasi dieses Puppenstuben-Experiment. Also ich habe unten im Prinzip diese Rohbaustruktur mit dem einen hohen Raum und dem davor gehängten Balkon und dann so dieser offenen Etage und oben dann quasi eine Individualisierung in Form von ausfachenden Elementen, Badboxen und so weiter. So, und da rechts versteht man vielleicht dann so dieses räumliche Potenzial, was da diesen Wohnungen eingeschrieben ist. Und das beschreibt, finden wir eigentlich immer noch total gut, was so die Grundidee an diesem Projekt war, dass es eben einfach den Versuch gibt, so eine strukturelle Annahme so zu treffen, dass es dann am Ende die allgemeine Ebene gibt und dann halt so die spezifizierte und dass dann immer diese Aneignungsfähigkeit und Veränderbarkeit erhalten bleibt. So, das ist der zweite Typus. Ist 14 Meter breit, also quasi zwei Drittel. Der erste ist drei Drittel, der hier zwei Drittel, und dann gibt es noch einen mit einem Drittel. Das basiert immer auf diesen 7 Metern oder halt einem 3,50er Raumraster quasi. Der unterscheidet sich insofern, als dass der erstmal davon ausgegangen ist, dass es einfach nur Wohnungen gibt, die gesamte Etage einnehmen. Im späteren Verlauf haben wir den allerdings dann auch so entwickelt, dass es auf einer Etage zwei Wohnungen geben kann, entweder zwei gleich große oder zwei unterschiedlich große. Und die Struktur von diesem Gebäude basiert auf so einer Art Minimalisierung des Stahlbetons, insofern als dass es einfach nur die beiden Brandwände gibt, einen Kern oder zwei Kerne, genauer gesagt, das ist jetzt hier nur der Aufzugskern und dann noch einen Haustechnikkern. Es dann 1, 2, 3, 4 Unterzüge gibt, die von Brandwand zu Brandwand spannen mit jeweils einer Stütze oder eben über die Kerne. Und in dieser Mittelzone quasi von diesem Haustechnikkern aus die Haustechnik jetzt beliebig verteilt werden kann, sodass dann in diesem Grundriss eigentlich ganz unterschiedliche Optionen wieder entstehen. Das ist jetzt hier anders als im ersten Fall, wo ja quasi jede Wand oder jedes raumbildende Möbel immer schon vorgezeichnet ist durch das Skelett, ist es hier jetzt durchaus freier, weil es diese drei Raumzonen gibt, die zentrale und die beiden fassadenorientierten. Und innerhalb derer dann natürlich von jetzt konventionelleren Grundrissen bis hin zu freieren oder auch komplett offenen quasi das, der Einfluss des Nutzers noch viel größer ist. So, der Ausdruck dieses Gebäudes ist natürlich im Wesentlichen dadurch geprägt, dass es so diese beiden vorgestellten Regale gibt und vor allem dann, das ist hier jetzt noch so eine ganz frühe These, es eigentlich kein klassisches Treppenhaus gibt, sondern eine außenliegende Erschließungstreppe, die der erste Fluchtweg ist. Und dadurch dieser Grundriss natürlich auch noch eine größere Reinheit und Freiheit entwickelt. So, hier wieder das gleiche Spiel mit diesem Puppenstubenmodell und der Spezifizierung oder Individualisierung des Grundrisses. Und dadurch passieren natürlich durch diese außenliegende Erschließung entsteht natürlich auch noch ein anderer Aspekt, der in allen Gebäuden immer auf so eine ähnliche, aber unterschiedliche Art auch gewünscht ist, nämlich dass es in diesem urbanen Sockel auch immer so großzügige Eingangshallen gibt, die auch teilweise Fahrradstellplätze einnehmen und so weiter, also auch so ein kollektiver Ort in diesen Häusern sind. Und zum Zweiten, jetzt gerade in dem Typus dieser Gebäude, Typologie mit dieser außenliegenden Treppe natürlich so dieser Hofraum mit der möglichen Hofüberbauung und einer möglichen Dachterrasse dann auch
so diesen kollektiven, nachbarschaftlichen Aspekt der Gebäude transportiert. So, dann einmal zu dem Städtebau. Es gab natürlich in dieser Entwicklung dieser Bebauungsplanung so ganz unterschiedliche Modelle. In Berlin landet man aber dann immer schnell bei so einer Art Stadtreparatur. Das ist natürlich immer noch geprägt durch diese Stimmannsche Ära. Wir fanden das aber hier auch durchaus eine relevante Option insofern, als dass hier direkt angrenzend eigentlich so eine sehr intakte gründerzeitliche Struktur vorhanden ist, die hier durch so eine Siedlungsarchitektur der 30er, 40er Jahre ergänzt worden ist. Und vor allem diese Parkimplementierung, also quasi das Gleisfeld als Park und nicht mehr als Gleisfeld, dreht ja unseres Erachtens komplett quasi die Bedeutung dieses Raums, und der Raum des Gleisfelds wird eigentlich quasi zu so einem ganz großmaßstäblichen Stadtraum. Und insofern kann man ja durchaus dem Potenzial abgewinnen, dass man quasi so eine Heilung der Stadtkante produziert und dadurch zugleich aber auch diese denkmalgeschützten Hallen in diesen öffentlichen Raum geboren werden. Also die Idee ist eigentlich, dass die gesamte Bebauung, das sind jetzt hier tatsächlich knapp 40.000 Quadratmeter BGF, an den Rand dieses Grundstücks gedrängt werden und dadurch der Rest des Grundstücks öffentlich nutzbar wird. Und gleichzeitig auch südlicher Eingang zu diesem Park hier wird. So, also hier ist das nochmal so eine ganz simple volumetrische Darstellung. Man sieht jetzt hier vielleicht auch noch einmal, dass es diese Besonderheit gibt, dass das Bahngelände 7 Meter tiefer liegt als das Stadtgelände. Und in dieser Differenz eigentlich dieser urbane Sockel dieser vorhin erläuterten Hallen entsteht und darüber aufgehend dann die Wohnbebauung liegt. So, das ist dann so ein damaliger Lageplan, der mehr oder weniger so auch umgesetzt wurde und quasi diese Gesamtaxonometrie. So, von Beginn an gab es immer so den Wunsch, das hört sich aber auch immer so banal an, aber dass man eigentlich so diese vorhandenen Lokdepothallen und diese industrielle Bahnarchitektur, die ja in Berlin zumindest ganz oft ausschließlich aus Ziegeln und vielleicht noch so rostschutzlackiertem Stahl besteht, weiterzubauen und sich anzueignen. Also hier sieht man das mal so 1:1 nebeneinander. Es gibt also diesen urbanen Sockel, der mit recycelten Ziegeln realisiert ist, und darauf aufgehend gibt es dann eigentlich nur die Materialien von eingefärbtem Stahlbeton als Vorsatzschale oder eben lackierten Stahlelementen. Und alles ist im Prinzip so gestaltet oder entwickelt, dass es immer wieder so Motive aufgreift, also so ganz einfache Fensterteilungen in dieser Kreuzform oder die Geländer im Prinzip mit diesem Knieholm und den vertikalen Stäben, wenn man sie braucht, und sonst halt mit einem Gitter gefüllt. Also es gibt immer wieder so Vereinfachungsversuche, eigentlich diese Bezüge herzustellen, mit dem Ziel, dass im Prinzip in diesem doch dann gar nicht so kleinen Stück Stadt von Beginn an so eine Selbstverständlichkeit eingeschrieben ist und es trotzdem eigentlich so eine unverwechselbare Architektur entsteht. So, das ist, man sieht jetzt hier vielleicht dann auch so diese Vielfalt, die entsteht durch die unterschiedlichen Fassadentypologien oder Gebäudetypologien, die dann quasi gereiht ja diese Gesamtflucht erstellen. Und dann hier zum Beispiel so diese Eingangshallen, die mal Außenraum, mal Innenraum sind, und quasi den Hof mit diesem Park oder dem öffentlichen Raum verbinden. Und das ist insgesamt dann teilweise auch in diesen urbanen Sockeln quasi in dieser Materialität fortgeschrieben und teilweise auch so großzügig, dass
man immer gar nicht so genau weiß, warum das eigentlich so viel Platz gibt. Aber das führt natürlich dazu, dass das dann, wie auch immer, genutzt wird mit Tischtennisplatten als Fahrradwerkstatt oder spontan im Winter als überdachter Spielplatz. Es gibt teilweise dann auch so diese remisenartigen Hofüberbauungen, die dann gemäß dieser Nutzung in dem urbanen Sockel immer nicht wohnen sind, sondern in irgendeiner Form gewerblich oder kleingewerblich genutzt werden, so wie hier jetzt zum Beispiel solche Ateliertypologien. Und dann gibt es jetzt hier noch so ein paar Bilder, die eigentlich nur abbilden, was ich schon erzählt habe, also dass diese Struktur im Prinzip immer so raumbestimmt ist und je nach Eigentümer oder Mieter, wobei das größtenteils Eigentumswohnungen sind am Ende. Es gibt ein paar Baugruppen, es gab teilweise Bauträgerprojekte und es gibt auch drei Häuser, die als Vermietungsobjekte bespielt werden. Quasi schon so diesen Aspekt gibt des Rauen und des Unausgebauten. So, das war jetzt das Lokdepot. So, wir sind jetzt, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahre später, je nachdem, wie man rechnet. Und ich zeige jetzt noch ein anderes Projekt, das insofern für uns gerade prägend ist, dass wir da erst an einem städtebaulichen Wettbewerb teilgenommen haben, der von Beginn an in Aussicht stellte, dass alle Preisträger im Anschluss an einem Realisierungswettbewerb des ersten Abschnittes teilnehmen dürfen. Und es geht um die Siemensstadt. Die Siemensstadt ist vielleicht jetzt gar nicht so anders, aber kultureller Kontext, tatsächlich produzierende Industrie. Das ist eigentlich so eine Geschichte, fanden wir jetzt immer wie so heutzutage vielleicht diese großen Silicon Valley Firmen, also eine unfassbare Unternehmensdynamik vor so 120 Jahren in Berlin. Die haben im Prinzip hier außerhalb von Berlin Acker gekauft und innerhalb von 15 Jahren ist es entstanden, was man hier jetzt stehen sieht. Also die haben wirklich in einer unfassbaren Geschwindigkeit da nicht nur Produktionsorte und Verwaltungsorte gebaut, sondern auch gleich noch Wohnungen für ihre Mitarbeiter, weil das so weit draußen war, dass es einfach irgendwann diese Komfortfrage gab. Man kennt ja so diese Siemensstadt als Wohnsiedlung mit den bekannten Architekten wie Scharoun und so weiter. Was aber nicht ganz so bekannt ist, dass es einen Industriearchitekten gab, der für Siemens über Jahrzehnte diese gesamten Gebäude geplant hat. Und das ist Hans Hertlein, von dem zum Beispiel auch dieses vielleicht schon bekanntere Schaltwerkhochhaus stammt. Das Schaltwerkhochhaus ist quasi eine gestapelte Fabrikhalle. Also es sind 10 Geschosse, also 6 Meter Höhe und 220 Meter Länge. Und das entstand so ganz früh schon, als sie gemerkt haben, dass diese eingeschossigen Hallen einfach zu flächenextensiv sind, haben sie dann irgendwann angefangen, diese Hallen zu stapeln. Bei diesem städtebaulichen Wettbewerb geht es darum, dass diese, sagen wir mal, Produktionsstätte Siemens urbanisiert werden soll, also dieses gesamte riesige Areal nicht mehr ausschließlich von der Produktion genutzt wird, sondern nur noch teilweise und große Teile nicht nur in Arbeiten und Wohnen umgewandelt werden sollen, sondern vor allem auch öffentlich zugänglich gemacht werden sollen. Und dadurch wird im Prinzip dieses riesige schwarze Loch in der Stadt tatsächlich überhaupt erst Teil der Stadt. So, unser Konzept in diesem städtebaulichen Verfahren basierte dann eigentlich auf so einer Logik von Industrie und Landschaft. Es ging einfach darum, dass da große Teile nicht bebaut werden könnten aus unserer Sicht und andere Teile eben sehr stark verdichtet werden könnten. Und dafür haben wir quasi wieder vielleicht auch ähnlich zu diesem Lokdepot-Projekt
sind wir quasi bei einer gebäudetypologischen Überlegung gestartet und haben im Prinzip so diese vorhandenen Typologien benutzt, um daraus dann so eine Sprache zu entwickeln. Also links sind es quasi so wahnsinnig großmaßstäbliche Hallencluster. Dann in der Mitte gibt es so diese Megastrukturen von Verwaltungsbauten. Also das ist jetzt hier das, der Hauptsitz. Es gab aber ja auch solche quasi Verwaltungsbauten wie dieses hier. Das ist das Wernerwerk, wo teilweise büroähnliche Nutzung, aber teilweise dann auch produktionsähnliche Nutzung untergebracht werden. Und uns hat es einfach wahnsinnig fasziniert, dass es halt so diese großmaßstäblichen Strukturen gibt und einfach die Fragestellung, wie gelingt, kann es denn gelingen, die jetzt auch in eine neue Struktur einzubinden? Und zuletzt gibt es dort natürlich so diese Industrie-Ikonen, wie zum Beispiel das Schaltwerk-Hochhaus oder auch ein anderes Gebäude mit einem hochhausähnlichen Turm, das dann fast so aussieht wie ein Rathaus. So, und aus dieser Analyse quasi heraus ist dann die Analyse quasi zum Konzept geworden, nämlich in dem Sinne, dass wir dann aus diesen 3, 4 Typen quasi so Bausteine oder so Inseln entwickelt haben, nämlich einmal so körperhaftere, boxähnliche Typologien, die dann so eine gewisse Vielfalt herstellen und gleichzeitig aber auch so eine gassenstrukturierte Struktur, die quasi eher in so einer länglichen Anordnung funktionierte, sowie dann eben so Megastrukturen und Einzelobjekte. Und aus denen haben wir dann eigentlich versucht, so eine Struktur zu generieren, die jetzt nicht nur so klassische Straßenräume oder Korridorstraßen produziert, sondern eigentlich mehr nach so einem öffentlichen Raum fragt, der fast eine landschaftliche Qualität hat und auch so diese angrenzenden Landschaftsräume quasi vernetzt und dadurch eigentlich so eine andere Art von Stadtteil entwickelt und gleichzeitig aber auch diese Produktionsstandorte, das sind vor allem diese beiden hier, quasi so maßstäblich und stadträumlich einbindet. So, das waren dann so Darstellungen, wie wir uns so diese Stadträume halt im Kontrast auch vorstellen. Also einerseits so diese 50, 60 Meter breiten Landschaftsräume im Zwischenraum und dann im Gegensatz dazu diese Erschließungsgassen innerhalb dieser Inseln, wo das dann wie so eine konzentrierte Urbanität geben sollte. So, wir haben bei dem Wettbewerb einen dritten Preis gemacht und damit quasi den Teilnahmeschein für diesen folgenden Realisierungswettbewerb gelöst und mussten uns dann aber in einem quasi anderen Masterplan orientieren. Dieser erste Bauabschnitt, der liegt hier hinten. Das hier ist dieses Schaltwerkhochhaus, das ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Das ist diese Megastruktur Hauptsitz, Hauptverwaltung. In unserem Modell stand dann hier ja in diesem Zwischenraum am Ende quasi das Hochhaus, was gleichzeitig hier an der S-Bahn-Station liegt. Und zum Zweiten hatten wir hier so ein Kongresscenter vorgesehen. Das sah jetzt dann in diesem Masterplan, den Ordner und Ordner gewonnen hatte, gar nicht so anders aus. Das ist jetzt so ein kleiner Maßstabssprung, aber man sieht hier jetzt wieder das Schaltwerk-Hochhaus. Hier sollte das neue Hochhaus stehen, der Siemens-Turm. Hier sollte ein Campus-Center entstehen und hier so eine Art Ausstellungspavillon. Der einzige Unterschied quasi zu unserem städtebaulichen Vorschlag war, dass wir hier so ein einziges großes Gebäude vorgesehen hatten. So die Idee von diesem ganzen, oder andersrum vielleicht die Aufgabenstellung, lautete im Prinzip so, dass Siemens alles haben will, was quasi zeitgenössisch so gehabt, was man zeitgenössisch so haben will. Also es gibt natürlich so sämtliche Themen der Nachhaltigkeit und so weiter. Gleichzeitig sind die direkt angrenzenden Gebäude beide denkmalgeschützt, also diese Hauptverwaltung und das Hertlein-Schaltwerk-Hochhaus, sodass sich im Prinzip einfach die Frage stellte,
was eigentlich so eine ganz grundsätzliche Haltung ist an so einer Stelle, jetzt zwei Gebäude oder drei Gebäude zu konzipieren. So, und wir haben uns im Prinzip an diesen, das sind jetzt so stark vereinfachte typologische Darstellungen von dem Schaltwerkhochhaus links und den Wernerwerken rechts von Hans Hertlein. Und was uns daran fasziniert hat, dass der eigentlich vor 120 Jahren im Prinzip so architektonische Typen entworfen hat, die heutzutage wieder verbreitet sind, nämlich so sehr reine Regale und die dienenden Räume dann immer so außen dran gestellt hat. So, das kennen wir ja aus ganz vielen zeitgenössischen Beispielen. Und das Faszinierende ist natürlich, dass es im Inneren dieser Gebäude unglaublich reine Strukturen gibt und dass gleichzeitig eine unglaublich hohe Flexibilität entsteht. So, und ich gehe jetzt noch einmal, Entschuldigung, ein bisschen zurück, weil hier so diese Aufgabenstellung war halt einerseits eigentlich auf der Stadtebene die Frage zu beantworten, wie man jetzt mit Alt und Neu umgeht und welche Stadträume da entstehen. Dann gab es auf der Klimaseite quasi die These, dass die Häuser Kraftwerke sein sollen und aus recycelten oder nachwachsenden Baustoffen realisiert werden müssen. Und als letztes natürlich die Fragestellung, wie es gelingt, vielfältigste Arbeitswelten als veränderbare, flexible Architektur zu konzipieren. So, und dafür fanden wir eigentlich immer so diese Räume total gut geeignet. So, was wir dann quasi gemacht haben, ist, dass wir diese Frage oder dieses Verhältnis von dienenden Kernen und freien Regalen in beiden Gebäuden auf unterschiedliche Art versucht haben zu beantworten. Also im Hochhaus gibt es quasi relativ konventionell einen zentralen Kern, der super effizient funktioniert und der alle Nebenräume beinhaltet, die man standardmäßig so braucht, sodass eigentlich links und rechts davon zwei vollkommen freie Raumstrukturen mit einer sehr gleichwertigen Belichtung, da es Ost-West orientiert ist, entstehen. An diesen Stirnseiten haben wir dann quasi so zweigeschossige Räume eingefügt, wie so Werkstatträume, die einfach das räumliche Angebot dieser Regale erweitern sollen und vielleicht auch so diese Vertikalität eines Hochhauses zumindest räumlich punktuell erfahrbar machen. So, gleichzeitig wird es dann später, erläutere ich das später nochmal, wie das dann auch klimatisch sich zunutze gemacht wird. In dem Campus Center, also diesem flacheren Gebäude, ist es gar nicht so unähnlich, nur anders, insofern als dass die Kerne an die beiden Stirnseiten rutschen, wodurch dann dazwischen komplett freie Raumstrukturen entstehen und es in dem Zwischenraum so einen mehrgeschossigen zentralen, sagen wir mal, Atriumraum gibt. So, und durch diese Anordnung, durch diese ganz banale Grundanordnung entsteht jetzt Folgendes, nämlich dass diese Baukörper beide immer eine Richtung bekommen und sich in ihrer stadträumlichen Konfiguration aus unserer Sicht halt richtig verhalten, nämlich zu diesem Zwischenraum zum Schaltwerkhochhaus und zu dem Zwischenraum des Hauptverwaltungsbaus quasi so Stirnseiten und Eingangsseiten formulieren und an den anderen Seiten halt Orientierung, also alltägliche Mikroorientierung und im Hochhaus, das auf eine andere Art geschieht, nämlich an den Stirnseiten, die ja jetzt hier zum Beispiel in diesem Campus-Zwischenraum wahnsinnig prominent sind, eine sehr spezielle und auch wieder kollektive Qualität erzeugen und das Gleiche gen Norden zu dieser S-Bahn auch tun und im Erdgeschoss und auch in den Normalgeschossen dann eigentlich so zu den übergeordneten Stadträumen quasi eine Orientierung wiederherstellen. So, das ist jetzt mal so vorweggenommen, wie sich das dann strukturell so aufbaut. Und das basiert eigentlich auf so einer Annahme, dass jetzt hier wieder stadträumlich argumentiert, dass eben diese zwei gleichwertigen Eingänge zu diesen eher campusorientierten Stadträumen gibt.
die sich dann hier quasi kulminieren in diesem zentralen Atriumraum und gleichzeitig im urbanen Sockel dann unterschiedlich aktive Nutzungen, also hier jetzt tatsächlich öffentliche Nutzungen zu dieser Allee hin entstehen und hier vielleicht eher so campusinterne Nutzungen. Das ist hier dann so die riesige Mitarbeiterkantine für den gesamten Campus zu solchen kleineren Zwischenräumen hin. Und das wiederholt sich da auf eine Art, dass hier quasi gesamtöffentliche Nutzung an diesem Platz liegen und an dem dann untergeordneteren Ort quasi campusorientierte Konferenznutzungen aufgebaut werden. Das zieht sich dann teilweise auch in das Hochparterre hoch und stapelt sich dann weiter, wo man jetzt vielleicht nochmal genauer versteht, was diese kollektiven Räume immer herstellen und gleichzeitig diese wahnsinnig freien und von dienenden Räumen befreiten Etagen quasi ermöglichen. So in den Grundrissen versteht man das vielleicht so am kräftigsten dann in dem Regelgeschoss, wo man nochmal genauer sehen kann, dass im Prinzip so diese sämtliche Erschließungskerne, die einfach aus brandschutztechnischen und sonstigen Gründen erforderlich sind und auch perspektivischen Teilbarkeiten und so weiter notwendig sind, an diese beiden Außenstirnfassaden gedrückt werden. Es dann im Zentrum diesen Atriumraum gibt, der dann so vielfältige Bespielungsmöglichkeiten anbietet, hier Brücken hat, so eine Art innere Laubengänge, in denen dann natürlich auch so Arena-ähnliche Situationen möglich sind und so weiter. Und in diesen Regelgeschossen dann eigentlich so sämtliche konventionelle, aber auch anderen Arbeitsformen möglich werden. So das Gleiche gilt dann für das Hochhaus. Das spielt natürlich dann immer eine wahnsinnig große Rolle, was für Tiefen da produziert und angeboten werden und welche Möglichkeiten dadurch entstehen. Das ist hier dann auch immer der Versuch, dass es da eigentlich über alles so unterschiedliche Möglichkeiten gibt durch unterschiedliche Bundtiefen und zugleich dann eben immer so diese eingeschriebenen spezifischen Räume, die eine Mehrgeschossigkeit haben und dadurch auch immer eine kollektivere oder öffentlichere Qualität. Natürlich ihre angrenzenden Zonen, wie jetzt hier um diese Werkstatthallen herum zum Beispiel oder hier um das Atrium herum, quasi strukturelle Potenziale anbieten. So, und das interessiert uns eigentlich immer wahnsinnig, so ähnlich wie das vielleicht jetzt auch am Lokdepot ist, dass natürlich die Räume um diese anderthalbgeschossigen Hallen immer so einen ganz anderen Grundcharakter haben. Ist es hier wieder so ähnlich, dass die scheinbar neutrale Struktur natürlich durch ihre spezifischen Bedingungen und durch die spezifische Setzung dann immer so ganz unterschiedliche Potenziale bieten und vielleicht auch Ansiedlungen provozieren. So, jetzt gibt es hier nochmal diese verschiedenen Schnitte, wo man auch eher städtebaulich eigentlich sieht, wie jetzt so die Räume zueinander liegen. Also das ist zum Beispiel jetzt dieses Atrium in einem Längsschnitt mit diesen zwei Arena-Treppen und diesen unterschiedlichen Brücken und so zweigeschossigen Wendeltreppen und so weiter. Und dieser Raum, der liegt jetzt eigentlich ja so senkrecht zu diesem Schaltwerkhochhaus und orientiert sich dann auf der Seite auch dorthin und auf der anderen zu diesem Pavillon. Gleichzeitig ist diese Stirnseite von dem Hochhaus quasi so der Abschluss von diesem Campusraum zwischen diesen drei Gebäuden. Und so weiter. So, die Tragwerke sind ganz unterschiedlich. Bei dem Hochhaus ist es in Deutschland zumindest noch nicht so ohne weiteres möglich, Holzkonstruktionen umzusetzen. Deswegen gibt es da eine Hybridkonstruktion aus spezifischen Pi-Trägern, die aus Stahl sind und die ein Auflager bilden für vorgespannte Stahlbeton-Hohldielen. Und die spannen quasi immer über die gesamte Breite dieser Regale, sodass es eigentlich nur in den Fassadenachsen Konstruktionen gibt. Und auf der anderen Seite gibt es in dem
Campus Center, also in diesem niedrigen Gebäude, eine Vollholzkonstruktion aus Balken, Platten und so weiter. Also ganz einfach und auch ganz einfach gefügt, sodass in beiden Fällen im Prinzip so eine weitestgehend konstruktionsfreie Raumstruktur eigentlich übrig bleibt und zugleich das jetzt in dem Fall des Campus Centers tatsächlich ein CO2-Speicher wird und in dem Hochhaus einfach eine Betoneinsparung von 40% gelingt. Und das ist quasi so der Beitrag gewesen auf der Ebene der Materialverwendung und auf der Ebene der Klimagerechtigkeit ist das jetzt hier versucht so zu entwickeln, dass eigentlich die Fassaden tatsächlich himmelsgerecht spezifiziert werden. Also die Südfassaden sind im Prinzip haben einen baulichen Sonnenschutz, der gleichzeitig quasi Kraftwerk ist, also PV-Anlagen beinhaltet. Auf den Ost-West-Seiten gibt es den maximalen Lichteintrag mit einem beweglichen Sonnenschutz beziehungsweise eben den beiden Erschließungsbereichen. Und dann dienen die Dächer einerseits einer öffentlichen Nutzung und andererseits aber auch wieder einer Energiegewinnung. So gleichzeitig ist der Ausdruck dieser Fassaden jetzt eben auch sehr stark einfach untergeordnet dem, was man haben will oder was man braucht in dieser Logik. Also sprich, es gibt so diese sehr prägende Struktur des baulichen Sonnenschutzes als PV-Anlagen und gleichzeitig so sehr große Öffnungen in diesen kollektiven Räumen, die dann andererseits dazu dienen, diese Gebäude wie natürlich zu be- und entlüften. Und das funktioniert eigentlich auch so relativ simpel. Im Hochhaus ist es eben so, dass sich über den Sonnenstand die Luft in diesen südlich orientierten Werkstatträumen quasi aufgewärmt wird und auf den anderen Seiten quasi abgekühlt wird und durch die Thermik im Prinzip dann über so eine Querdurchlüftung durch die Kernzone quasi grundbelüftet wird. Und in dem Campus Center funktioniert es im Prinzip ähnlich insofern, als dass dieses Atrium quasi wie so eine Art Solarkamin genutzt wird, wo dann oben im Prinzip durch den Auftrieb abgesaugt wird und durch Erdkanäle vorgekühlte Luft quasi dann durch das gesamte Haus gezogen wird. So diese Frage nach diesem Umgang mit den Denkmälern haben wir ja im Prinzip so beantwortet, dass es einerseits eher im Kontrast eigentlich zu dieser hermetischen Architektur des Bestandes, also die ja im Wesentlichen, auch wenn das Schaltwerk-Hochhaus schon so eine Art Skelettkonstruktion ist, im Ausdruck aber dann doch eher so eine Massivkonstruktion erzählt, wir versucht haben, da eigentlich so eine maximale Plastizität zu erzeugen in den Fassaden und dadurch eher so einen kommentierenden Status zu erreichen. Und auf der anderen Seite in der Materialisierung dann aber doch auch wieder diese Ziegelmaterialität weiterbauen und weiterdenken und das hier dann im Wesentlichen wieder durch eingefärbten Beton und auch lackierten Stahl zur Umsetzung kommt und man vielleicht einmal jetzt an diesen Visualisierungen versteht, was die Idee ist von diesen Häusern, die eigentlich immer so seitenspezifische Fassaden einerseits aus diesem Klimaaspekt, aber andererseits auch aus diesem stadträumlichen Aspekt heraus bedeutet. Also so diese eher abstrakte Empfangsfassade zu dem übergeordneten öffentlichen Raum hier oder auf der anderen Seite dann so eine ganz geöffnete Kollektivräume zu dem Campusraum und hier so dieser Blick in dieses Atrium hinein zu dem Erschließungsraum des Verwaltungsgebäudes und andererseits auch hier jetzt ja schon so eine Verwandtschaft erreicht haben, eigentlich zu unserem städtebaulichen Ansatz, quasi diese großmaßstäblichen, eher landschaftlichen Stadträume zu produzieren und jenseits einer Straße vielleicht auch so zeitgenössische Aufenthaltsqualitäten
für Fuß- und Fahrradverkehr zu erzeugen. Und wir eigentlich der Meinung sind, dass es da zu so einem ganz selbstverständlichen Ensemble aus Alt und Neu kommt. Und sowohl volumetrisch als auch von den Materialitäten so ein neues Ganzes entsteht, ohne sich da jetzt zu analog festzuhalten und gleichzeitig aber auch nicht total beliebig austauschbare Architektur zu produzieren. Und hier als letztes so dieser Eindruck von diesen kollektiven Räumen, das ist jetzt in dem Campus Center, dieser Atriumraum, der quasi da hinten auf das Schaltwerkhochhaus mündet und hier so diagonale Verknüpfungen von Eingangssituation bis zum konkreten einzelnen Arbeitsplatz erlaubt. So, vielen Dank. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Ziemlich perfekt, 45 Minuten. Also herzlichen Dank, Nils, für diesen sehr inspirierenden Vortrag. Hat es Fragen vom Publikum? Also ihr könnt euch gerne einschalten oder wir machen es wie die letzten paar Male, dass ihr auch im Chat eine Frage stellen könnt und ich lese es dann vor. Matthias, möchtest du anfangen, dass du dich jetzt gerade eingeschaltet hast? Ja, ist gut. Vielen Dank. Ja. Ja. Ja, danke für den tollen Vortrag. Es war wirklich sehr, sehr schön zuzusehen, wie eigentlich diese Projekte entstehen und eigentlich wirklich auch eine logische Schlussfolgerung auch zum Städtebau und diesen Dingen. Jetzt, was mich interessieren würde beim ersten Projekt, bei Lokomotive hieß das, glaube ich, oder Loki? Nee, am Lokdepot. Lokomotive ist genau. Bei euch in der Schweiz. Ja, genau, stimmt. Jetzt, dort würde mich interessieren, das Wohnungsangebot, das Sie dort quasi entwickelt haben. Das waren zumindest die Projekte, die du gezeigt hast, waren eher großflächige Wohnungen. Gab es da auch ein anderes Angebot, also kleinere oder Wohnen auf kleinem Raum? Ja, das war da vielleicht missverständlich, aber in diesem ersten Typus gibt es Wohnungen von 40 bis 150 Quadratmeter, also tatsächlich ein wahnsinnig breites Spektrum. Und eben jede Wohnung hat dann immer einen dieser anderthalbgeschossigen Räume. Also wenn es eine ganz kleine Wohnung ist, gab es tatsächlich nur diesen anderthalbgeschossigen Raum plus einen angehängten. Und dann ging das halt durch bis zu Typen, die einen hohen Raum und 8 weitere Zellen quasi bekommen haben. Und ja auch so, das hat man, glaube ich, auf dem einen Blatt gesehen, so ganz unterschiedliche Konfigurationen. Also durch dieses anderthalbgeschossige entsteht natürlich dann am Ende eher so eine Art Tetris-Modell so in diesem Gesamtgebäude, ne? Weil es halt einfach dreidimensionale Auswirkungen hat. Ansonsten gibt es auch in diesem zweiten Typus dann in der Umsetzung gab es auch da 3 verschiedene Wohnungsgrößen, also ich glaube 60, 90 und 150. Also es gibt da schon insgesamt so ein sehr vielfältiges Angebot. Das lag einfach auch immer wieder ganz sehr stark an den unterschiedlichen Bauherrschaften. Also das waren eben über alles ja dann 6, 7, 8 unterschiedliche Bauherrschaften. Und die haben sich dann quasi an diesen Vorgaben so abgearbeitet. Also man muss vielleicht dazu sagen, das war echt ein komplexer Prozess. Und es gab dann einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan, wo diese Typologien eigentlich schon festgeschrieben wurden. Und dann musste man innerhalb derer arbeiten in der Folge. Das ist so wie so eine ganz einmalige Situation, glauben wir mittlerweile. Weil es eben diese Bauherren eigentlich erst gab, nachdem das Konzept stand. Eigentlich ein Traum. Es hat sonst, Matthias, es hat eigentlich eine sehr, oder ich hoffe, du bist einverstanden, Nils, es gibt eigentlich einen ziemlich guten Artikel im Bauwelt von damals, wo das ja recht gut beschrieben ist. Genau. Ihr habt ja auch Small, Medium und Large genannt, oder? So viel ich im Kopf habe. Ich verstehe. Genau, die Gebäudetypologien hießen so aufgrund ihrer Grundstücksgröße. Und das
gab es dann aber auch bei den Wohnungstypologien. Ich würde da gerne anhängen, weil was ich, also ich finde, das Lockdepot ist wirklich total faszinierend, weil es ja auch so eine, es ist ja wie eine Mischung zwischen, also es ist sehr, wie soll ich sagen, konzeptuell total stark und dann ist es so ein bisschen ein Baukastensystem, eben auch mit den verschiedenen Größen, aber auch mit den verschiedenen privaten Außenräumen bis hin zu verschiedenen Schließungssystemen, je nach Typ und so weiter. Und dann kommt ja da, dazu, dass quasi die rote Farbe eigentlich über alles ist. Und das ist so, mir ist aufgefallen, jetzt bei den letzten Wettbewerbssiegen, die ihr gehabt habt, und das sind ja einige in den letzten paar Jahren, es hat sehr häufig so eine ganz eine eigene Stimmung, auch in diesen Visualisierungen, man sieht es jetzt auch sehr gut in diesem Bild, häufig ist es so rötlich, du hast vorhin gesagt, ja, auch die Backsteinarchitektur oder die Verbindung jetzt im Siemensstadt zwischen alt und neu, und es ist euch wichtig, dass es nicht so eine, was hast du gesagt, austauschbare Architektur gibt. Und das finde ich eigentlich schon noch recht interessant. Könntest du zu dem noch etwas mehr sagen? Weißt du, wie arbeitet ihr mit diesen Stimmungen? Oder wie kommen diese Bilder? Ja, so ein paar Sachen vielleicht dazu. Also einerseits ist es ja schon auch immer, deswegen ist uns das immer wichtig, am Anfang diese Stichpunkte in den Raum zu werfen. Also so dieses Thema. Das Planwerk Innenstadt Berlin ist in Berlin, das kennt man, weiß man vielleicht gar nicht jetzt, wenn man nicht hierher kommt oder das miterlebt hat, einfach wirklich eine unglaublich aggressive Diskussion entsprungen damals. Und wir stammen da ja eigentlich mehr so aus so einer Generation, die da gar nicht so schwarz-weiß denkt, ne, sondern irgendwie findet, naja, also das hat vielleicht auch so seine Berechtigung und man kann das ja auch in so einem historischen Kontext vielleicht sogar auch plausibel verstehen, woher das so kommt in so einer Nachwendezeit und so einer Wiedervereinigungsrausch, dass man irgendwie das jetzt zusammenkleben will und so. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieses Logdepot finden wir schon im Nachhinein auch so eine Art Kommentar ist dazu, weil es ja so ein Stadtverständnis auch in den Raum stellt. Und was uns eigentlich immer wahnsinnig gut gefällt, ist, dass das ja wie so eine individualisierte Großform ist oder so, ne? Also das ist ja immer so beides gleichzeitig. Und das ist jetzt nicht irgendwie die Stadtausstellung, wo irgendwie, oder Architekturausstellung, wo jeder Architekt machen kann, was er will. Und danach hat man dann so ein Rossi-Projekt in der Friedrichstadt oder ja, gibt es ja ganz viele Beispiele, wo dann, finde ich, diese Buntheit oder das, was man dann immer Lebendigkeit nennt, finde ich, keine Lebendigkeit mehr ist, sondern einfach nur noch ein großes Durcheinander. Und auf der anderen Seite interessiert uns aber natürlich schon auch so diese Großform oder dieses Großmaßstäbliche von der urbanen Stadt oder von der gewachsenen Stadt und so diese kraftvolle Ansage und so. Und das finden wir eigentlich, ist da in dem Logdepot, hat es, glaube ich, so ganz gut funktioniert, dass das halt einerseits diese kraftvolle, krasse Ansage ist und gleichzeitig aber auch eine total große, kleinteilige Vielfalt mitbringt und eine Unterschiedlichkeit und so. Und das finden wir eigentlich so eine Art Idealzustand, ja. Also wenn das gelingt. So, und diese atmosphärischen Qualitäten, ich weiß nicht, irgendwann zwischendurch haben wir immer mal behauptet, wir machen so eine Art atmosphärischen Städtebau. Also das ist natürlich schon immer so getrieben von so Bildern der vorhandenen Stadt. Ne? Also jetzt auch hier diese Hertlein-Bauten, die sind einfach unfassbar toll. Also wenn man da so davor steht und dann da drinnen war und so weiter, dann steckt da, finden wir, so eine unglaubliche Reichhaltigkeit eben nicht nur jetzt an konzeptioneller Stärke, sondern auch einfach an ganz ultra konkreter atmosphärischer Qualität drin, die halt schon auch einfach sehr stark durch diese Materialien und durch so eine Verdichtung einfach dieser ganz unterschiedlichen Gebäude da so entsteht. Und das war jetzt hier bei dem Projekt natürlich auch wieder so der Versuch, gelingt es irgendwie, ohne jetzt da einfach so ein Backsteinhaus hinzustellen, also was eben einige unserer Mitstreiter natürlich auch getan haben,
quasi wie so einen Kontrast herzustellen, aber trotzdem auch so ein neues Ganzes zu produzieren. Und das ist dann immer so quasi die Fragestellung, die dahinter steckt. Und die Bilder haben, also ganz konkret, wenn das auch die Frage war, also die Produktion dieser Bilder, die haben wir jetzt eigentlich bis vor 2 Jahren immer selber gemacht. So fanden dann irgendwann, dass das so nicht die notwendige Qualität erreicht. Und seit 2 Jahren arbeiten wir jetzt mit so einem Einzelkämpfer hier in Berlin, der heißt Philipp Obkircher zusammen, der auch Fotograf ist. Und der unterstützt uns quasi dann bei dieser Produktion solcher Darstellungen. Ja. Mhm. Und wir mögen eigentlich wahnsinnig gerne auch so diese, es hat ja manchmal so was Dystopisches in diesen Bildern, also das ist ja einerseits, also das ist vielleicht auch wieder so ein sowohl als auch, das ist ja einerseits schon so ein High-End-Rendering, ne, wo man jetzt irgendwie vermuten könnte, dass man es auch so bauen kann, und gleichzeitig hat es aber auch so was Entleertes und wieder Abstraktes, also es gibt da schon auch so den Versuch, diesen Spagat irgendwie hinzukriegen, ne, dem wir alle unterworfen sind. Also einerseits wird einfach erwartet, dass solche Bilder geliefert werden, und gleichzeitig hassen wir alle diese Vermarktungsrenderings. Ja, also ja auch aus gutem Grund, weil wir wissen ja noch gar nicht so genau, ob sich es dann wirklich so bauen lässt und am Ende so kommt. Aber das ist vielleicht auch wieder so ein Spagat. Ja, ja. Ja. Aber ich glaube eben auch, es schafft diese Brücke zwischen quasi eine gewisse Realitätsbezug, aber doch noch etwas Abstraktes, Atmosphärisches. Und das mit Lock Depot, ich finde das interessant, was du gesagt hast, oder? Dass man irgendwie nicht, man will nicht so eine Baumusterzentrale, sondern dass es Möglichkeiten geben soll, dass die Mieter oder Eigentümer oder Bewohnerinnen und Bewohner sich entfalten können. Und das kann ich nur bestätigen. Ich war nur jetzt ein paar Mal da vor Ort, aber das lebt sich wirklich. Also man hat wirklich das Gefühl, man kann das auch annehmen. Und das kann es also absolut vertragen, auch die unterschiedliche Nutzung, auch in diesen Räumen, in Erdgeschoss und so weiter. Jetzt sehe ich gerade, Tobias Tim hat was geschrieben. Ah, da steht nur Frage. Wolltest du etwas fragen, Tobias? Ja, ich würde gerne was fragen. Und zwar würde ich gerne vorweg einmal zum Verständnis sagen. Du musst ein bisschen lauter reden. Ja, gern. Also es ist bei mir so der Fall, dass ich schon relativ häufig in Berlin war und auch mit der Architektur da relativ gut vertraut bin. Und mir ist immer aufgefallen, dass es da sehr viele schöne und besondere Bauten gibt. Ja, dass vieles aber untergeht, einfach dadurch, dass gleich daneben schon wieder eine komplett gegensätzliche Architektur verwirklicht wurde, sag ich mal. Und dazu fällt mir jetzt hier auf, dass es eigentlich sehr universell ist, also fast schon technologisch, also technomäßig kann man fast sagen, also man es auch in Musikrichtung überträgt. Und dazu wäre jetzt meine Frage, habt ihr versucht, die Stadt in eine Form zu fassen, oder habt ihr versucht, eine Basis für das städtische Leben zu schaffen? Was war der erste Teil? Die Stadt in eine Form zu pressen, oder? Ja. Naja, also ich würde jetzt sagen, beides. Also das war jetzt ja der Versuch, das auch dazu beschreiben. Also einerseits haben wir einfach ein wahnsinniges Interesse, dass wir durch diese Projekte, vor allem wenn die so einen stadtrelevanten Maßstab erlangen, was jetzt ja beide Gezeigten tun, dass es dann immer den Versuch geben muss, so diese Reichhaltigkeit, die real existierende Reichhaltigkeit, quasi weiter zu verdichten und nicht quasi etwas zu verschenken. Und wir haben eigentlich die Meinung, dass das gelingt, indem man sich da schon einmal stark anbindet, also eine gebundene Logik entwickelt, die dann aber wieder so Freiheiten im Detail schafft. Also im Logdepot gesprochen heißt es vielleicht, dass das ja jetzt nicht viel weder architektonisch noch materialbezogen viel zu tun hat mit der angrenzenden Gründerzeit zum Beispiel, ja.
Aber gleichzeitig hat es wahnsinnig viel mit diesen Logdepot-Hallen, die da stehen, zu tun und so dieser vormaligen Nutzung und diesem großdimensionierten Stadtraum der Gleisanlagen und so weiter. Und das ist, beschreibt vielleicht so diese Stadtformfrage, also das eine tun und das andere dann auch noch tun. Und das ist, finde ich, jetzt hier schon auch so ein ähnlicher Aspekt. Also es gibt natürlich ultrafunktionale Zusammenhänge, die diese Gebäude hier definieren und gestalten am Ende. Und jenseits auch jetzt irgendwelcher persönlichen Vorlieben oder so, sondern wirklich so ultrapragmatisch. Wir wollen einfach keine konventionelle Mittelzone, in der dann irgendwelche Besprechungsräume und WC-Boxen abgestellt werden, sondern das ist alles Funktionale, ist quasi vorprogrammiert und der Rest ist frei. So, und dann kann man da halt machen, was man will. So, diese Logik finden wir eigentlich wahnsinnig interessant und da passiert ja einfach so beides. Also natürlich gibt es da eine Stadtidee und eine Stadtform. Also hier jetzt so diese scharf geschnittenen volumetrischen Dinger, die dann halt in sich so eine gewisse strukturelle Logik haben, die dann verwandt ist zu dem, was man da findet. Also da auch schon so einen Bezug herstellen und vielleicht auch so verwandte Räume produzieren. Und gleichzeitig schafft es unseres Erachtens aber genau diese Bindung, schafft dann schon auch, haben wir das Gefühl, so eine wahnsinnig große Freiheit. Also auch dann in der Aneignung durch denjenigen, der es halt gebraucht und nicht durch uns. Also weil, also im Logdepot, wenn man da mal durch 30 Wohnungen marschiert, ist ja das Faszinierende nicht, dass die alle auf Sichtbeton stehen, sondern ist das Faszinierende ja, dass der eine jede mögliche Wand gestellt hat und irgendwie aus einer eigentlich 3-Raumwohnung eine 6-Raumwohnung gemacht hat und der andere halt quasi das WC auf die platte Betonfläche gestellt hat. Und da gibt es natürlich jetzt noch 10 Zwischenvarianten und so. Das können wir ja gar nicht leisten, finde ich. Also das ist, ich finde auch nicht, dass das unsere Aufgabe ist, das abzubilden, sondern eher halt so die Infrastruktur zu liefern, so ein bisschen vereinfacht gesagt. Und gleichzeitig aber einen unglaublich prägnanten Ausdruck zu produzieren. Das ist so das ist der Wechsel vielleicht. Oder der Versuch. Ja, okay, sehr interessant. Vielen Dank. So, ja, hat es andere Fragen? Gut, in dem Fall. Oder hast du noch etwas, was du gerne beibringen möchtest, Nils? Nee. Okay. Herzlichen Dank. Ja. Schönen Abend. Ja, dir auch. Tschüss. Ciao. Ciao.